so dann paradoxerweise eine Beziehung, eine innere Beziehung zwischen Täter und Opfer entsteht. Das heißt, das Opfer, ja, klammert sich an den Täter, identifiziert sich zum Teil sogar mit dem Täter, weil davon ihr Leben abhängt. Es ging am nächsten Morgen dann so weiter, dass zunächst in Hagen in einem Café gefrühstückt wurde von den Tätern zusammen mit den Geiseln. Also nachdem die fünf Personen ins Café kamen und hatten sich gesetzt, bestellte Herr Rösner Frühstück. Und da ich zu dem Zeitpunkt allein hier war, habe ich gefragt, welches? Wir haben drei Arten. Herr Rösner nimmt sich die Karte, guckt rein und sagt Frühstück 3, das ist das Größte. Ich sage für alle, ja. Da sagt der Herr Alles, der ihm gegenüber saß, ich möchte nichts. Da nimmt der Herr Rösner die Karte und schmeißt ihm Alles ins Gesicht und sagt, du isst auch was. Und nach kurzem Kopfsenken sagt er, ja, ich nehme das auch. Und es kam mir dann irgendwie sonderbar vor, aber Gäste sind natürlich Gäste. Ja. Jeder, der sagt, die Geiseln sind jetzt in ein Café hereingegangen und jetzt greife ich zu, der gibt sich bewusst in die Gefahr, dass Unbeteiligte und Geiseln in größte Gefahr kommen. Man muss also wissen, wo sind die Geiselnehmer, wo tragen sie ihre Waffen, welche Einwirkmöglichkeit auf die Geiseln haben sie und wo befinden sich die Geiseln. Das kann man nicht beim Vorbeibaden mit einem Blick sich als Information heranziehen, sondern dafür braucht man eine gewisse Zeit. Um uns zu vergewissern, ob dass tatsächlich die Geiselgangster hier bei uns im Café zu Gast waren, haben wir, nachdem uns die örtliche Presse darauf hingewiesen hat, bei der Polizei in Hagen und in Gladbeck angerufen. Und die Polizei hat erst verneint, dass das nicht möglich sein könnte, haben sich aber dann nach den einzelnen Personen erkundigt. Und in dem Gespräch stellten sie fest, dass wir von 5 Personen sprachen und die Polizei von 4. Erst aufgrund dieses Hinweises wird Marion Löblich von der Polizei als Mittäterin identifiziert. Die geografische Erfahrung der Täter war minimal. Degowski und Rösner waren praktisch nie aus Gladbeck herausgekommen. Frau Löblich kannte ein wenig mehr von der Welt. Sie kannte also etwa Bremen. Das war aber auch alles, was sie an geografischer Erfahrung mitbrachten. Dort ist es dann zunächst zu einer Situation gekommen, wo Rösner und Frau Löblich Einkäufe getätigt hatten. So unverständlich ist mir, dass also bei einem Halt, wo Rösner mit seiner Freundin Löblich einkaufen geht und Degowski so ungefähr 70 Meter vom Auto entfernt ist und mal in die Büsche muss. Das wäre also eine Möglichkeit gewesen, sowohl Degowski als auch Rösner und Löblich zu schnappen. Frau Blecker rief an und sagte, wir sind jetzt in einem Gemüseladen. Ich sage, wo denn? Ja, sagt sie, ich weiß nicht genau, ich glaube in der Nähe von Bremen. Da habe ich Rösner also nochmal darauf angesprochen, er hätte mir sein Wort gegeben, unsere Geiseln freizugeben, wenn das Geld bekäme und ich mich kümmerte, dass die Polizei nicht da wäre. Und er sagte, hier steht die Polizei vor dem Laden. Ich sehe genau, dass da einer in einem Audi sitzt, der hat eine Maschinenpistole. Und ich sage, kann ich mir nicht vorstellen. Die Polizei in Gladbeck, die Einsatzleitung doch hat, hat mir gesagt, sie werden nicht verfolgt. Sie werden also an der langen Leine fahren gelassen, um die Geiseln also freizukriegen. Nein, das kann ich nicht. Wenn ich die jetzt freigebe, dann stehe ich hier ganz allein und die Polizei steht vor dem Laden. Dann habe ich gesagt, schießen Sie mal raus, dann wird man es ja feststellen. Aber ich war enttäuscht von der Polizei, die mich die ganze Zeit so ein bisschen für einen Idioten gehalten hat und missbraucht hat. Dann ist man aus dem Gemüseladen herausgegangen und ist gegenüber zu einem Bus über die Straße gegangen. Und es ist dann schließlich zur Kaperung dieses Busses gekommen, in dem ja, mindestens 30 Personen zu dem Zeitpunkt saßen. Völlig unvernünftig.
Denn auf diese Art und Weise ist man noch unbeweglicher als etwa mit einem kleinen Pkw. Die Chancen, nun zu entkommen, ja, werden deutlich geringer. Am 17. August übernimmt die Bremer Polizei um 18.20 Uhr die Einsatzleitung. Und dann ist der Bus ein kleines Stück vorgefahren und habe ich mich schon gewundert, warum da jemand raucht. Ich habe so Qualm im Wagen gesehen und habe nach vorne gesehen und habe dann den Hans-Jürgen Rösner gesehen mit der Zigarette und mit der Pistole. Und da habe ich mich auch schon gewundert, warum ist hier jemand mit der Pistole, und ich habe gar nicht an irgendwie so ein Geiseldrama gedacht, weil auch die Journalisten in den Bus reinkamen und haben einen gefragt, wie es denn einem ginge, und war eine ganz verzückte Situation. Ich konnte das nicht zuordnen. Ich dachte erst an versteckte Kamera oder dass hier irgendwie so ein Krimi gedreht wird. Ich konnte das gar nicht realisieren, was da nun vor sich ging. Dann stand Rösner zusammen mit dem Pressefotografen, der quasi so den Unterhändler machte, auf der anderen Straßenseite, und sie plauderten, wie ich fand, recht entspannt. Und dann habe ich mehr oder weniger aus Spaß rübergerufen, komm doch mal eben rüber. Er war bereit, auf Fragen zu antworten. Klar, dass man sich dann auch überlegt, wie weit darfst du gehen, wie scharf dürfen die Fragen sein. Und ich wollte von ihm einfach wissen, was ihn dazu bewogen hat, diese Geiselnahme zu machen, was ihn bewegt, was er weiter will. Und ich habe vor allen Dingen, fiel mir auf, es sind ja Unschuldige im Bus gewesen, Kinder im Bus gewesen. Ob er auf die Frage dann, was denn mit den Unschuldigen sei, die da im Bus säßen, ob er da nicht ein Problem mit hätte, die als Geiseln zu halten. Ich merkte eine gewisse Betroffenheit bei ihm, und ich denke, dass wäre da ein Polizeipsychologe oder überhaupt ein Psychologe gewesen, der mit ihm hätte sprechen können. Ich denke, dass zumindest die Kinder aus dem Bus rausgekommen wären. Vielleicht hätte er auch den größten Teil derer, die drin waren, im Bus freigelassen. Grundsätzlich ist das denkbar, dass man mit Hilfe von Medienvertretern eine günstigere Position herbeiführt. In diesem Falle war es aber so, dass ein großer Platz mit Berufsverkehr, mit ankommenden Bussen, aus denen Leute herauskamen, da war der Bus so von Medienvertretern umstellt, dass zum Beispiel einzelne Leute, die von den Geiselnehmern freigelassen wurden, nicht von der Polizei in Empfang genommen werden konnten. Die wurden unmittelbar von Medienvertretern abgefangen. Also ich kannte den Emanuel Di Giorgi aus der Schule her, und später, ja, wie soll man es sagen, verengte sich mehr der Kontakt. Wir haben uns im Jugendfreizeitheim getroffen und wurden dann auch so damals, wie man es nennt, so ein kleines Pärchen. Und wir waren auch ein halbes Jahr schon befreundet. Einen Tag, also ein paar Tage vor dem Geiseldrama, hatten wir uns wegen einer Kleinigkeit zerstritten. Es ist hier so gewesen, dass Herr Rösner immer wieder forderte, dass er direkt mit der Polizei verhandeln wollte. Andererseits ist ihm auch ein Funkgerät übergeben worden, aber es hat dort wohl irgendwelche Schwierigkeiten gegeben, dort auf einem Kanal Kontakt miteinander aufzunehmen zwischen Polizei und den Geiselnehmern, sodass Herr Rösner letztendlich auch ein junges Mädchen, und zwar die Schwester von dem später Getöteten, vor den Bus gezerrt hat und ihr auch die Waffe an den Kopf gehalten hat. Also ich habe nur den Ernst der Situation begriffen, also dass es kein Spaß mehr ist und auch keine versteckte Kamera, als die kleine Tatjana Di Giorgi, die Schwester von Emanuel, aus dem Bus gezogen wurde, von dem Hans-Jürgen Rösner. Und da habe ich gemerkt, es kann kein Scherz mehr sein, auch keine versteckte Kamera, wenn man jemandem wehtut. Die Forderungen waren zunächst einmal ein Fluchtfahrzeug stellen und als Austausch für die beiden Geiseln aus der Bank in Gladbeck sollte ein Polizeibeamter mit auf den Rücken gefesselten Händen als Geisel kommen. Dafür würde er dann alle Geiseln freigeben. Ich meine, ich habe es damals mitgekriegt, sie wollten ja einen neuen Fluchtwagen haben, und Huckerede mit einem
Polizisten, es hat sich kein Polizist zur Verfügung gestellt. Ich meine, das Leben von knapp 20 Leuten stand auf dem Spiel. Und dass sich da kein Freiwilliger gemeldet hat, das geht in meinen Kopf nicht rein. Nun ist natürlich klar, dass man nicht einen Polizeibeamten anweisen kann, bitte lasse jetzt mal die Hände auf den Rücken fesseln und dann geh bitte als Geisel dorthin. Von Rösner und Degoski war bekannt, dass sie einen regelrechten Polizistenhass hatten. Ganz zum Schluss, kurz vor der Abfahrt, merkte man aber dann, dass doch sehr viel Spannung da war. Das lag im Wesentlichen, denke ich, daran, dass der Kontakt zur Polizei nicht zustande kam, dass die wohl eine falsche Telefonnummer genannt hatten und der Kollege Meyer, der quasi den Unterhändler spielte, konnte die Forderungen vom Rösner nicht weitergeben. Und dann war Rösner sehr sauer. Ich sau wieder oben weg, sonst knallt die rein, du Penner! Dann schoss er in die Luft und danach ist der Bus dann abgefahren. Auf jeden Fall mussten wir uns dann alle an die Scheiben stellen, als menschliches Schutzschild dienen. Und als wir außer Reichweite der Journalisten waren, durften wir uns wieder hinsetzen. Und wir sind dann auf die Autobahn gefahren, Richtung Hamburg. Und dann blieben wir aber da Raststätte Grundbeck stehen, weil die was zu essen und zu trinken kaufen wollten. Und weil auch mehrere auf Toilette gehen mussten.